we are the universe, so beautiful. Through all of the hurt, we'll stay. We are the universe, so beautiful. Ja, hier ist eine Menge angekommen. Es ist noch ein bisschen gefährlich hier oben, aber ansonsten schon mal eine ganze Menge, was ich da mitnehmen kann. Diesen Sattel, den kann ich ja wieder zu Eisen verarbeiten. Das war wie folgt. Ich brauche da nur den Sattel. Und wie war das? Ich glaube das, ne? Oder? Ja. Oder irgendein Werkzeug. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Gerade mal, ist natürlich nicht viel, was da so rauskommt. Das kann ich nicht nehmen. Also tatsächlich nur das. Okay, ja, gut, 4 Stück. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Wir sind fast bei einem Ingot. Das ist ja schon mal was. So, Moment. Hier sind wir. Ich glaube, hier war ich noch nicht ganz durch. Da fehlt noch dieses. Dieses Bierglas, ich sag mal Bierglas, ist eigentlich Coffee, aber sieht aus wie ein Bierglas. Ja, dann habe ich dieses Backpack. Und mal gerade gucken, wie kann man... Das ist Waypoints. Ja, gut. Meine Punkte, diese Waypoints, an denen ich gestorben bin, da gab es ja leider schon 2, wo ich ertrunken bin. Und einmal hat mich da irgend so ein böser Mob erwischt. Die habe ich jetzt gekillt. Und man sieht das immer so blöd aus. Immer läuft man durch so ein Licht. So. Gut, wie viel haben wir denn jetzt hier an diesen Bugs? Also, immerhin, das ist schon, geht schon auf die 100 zu. Ich glaube, wir brauchen 200. Naja, gut, ein bisschen ist es noch. Allerdings, hier kann ich auch noch was einsammeln. Immerhin, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, 95, das ist ja schon mal was. Gut, okay, weiter geht's. Wir sind jetzt hier. Tinkers ist, glaube ich, durch. Ja, eigentlich da, wo das noch nicht ganz grün ist, da muss man weiterarbeiten, dass die Framed Drawers, kann man natürlich machen. Auf jeden Fall nehme ich natürlich das mit, ist klar. Weiß ich nicht, ob ich die mache. Ich finde die mal ein bisschen umständlich, obwohl es wahrscheinlich kostensparender ist, aber. So, das ist grün. Dann sind wir hier durch. Ceramics, das ist auch nicht schlecht. Da deutet sich natürlich dieser Cobblestone Generator an. Der ist ja hier in 1.16, glaube ich, einfacher als er früher war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da muss man natürlich hier den Red Sand haben. Mit diesem Red Sand kann man eine ganze Menge anstellen. Wenn ich das richtig sehe, war das... Moment... Ah, das ist klar. Und mit dem Cobblestone, da haben wir ihn. Also wenn ich Sandstone habe, dann kommt auch Red Sand raus. Wäre natürlich nicht unflott, wenn ich an Sandstone komme. Das heißt, ich muss erst ein paar Mal Sand herstellen und dann kann ich dran gehen, Sandstone zu machen. Und den dann da drunter packen. So, jetzt haben wir wieder eine Menge Appetite, aber es ist auch eine ganze Menge Dust mitgekommen. Machen wir hier mal den 4. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Also ein Eimer hier rein, der verschwindet ja dann. Aus Dust machen wir roten Sand. So. Zweiter Eimer. Komm her, Junge. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Und der dritte. Der ist natürlich irgendwo anders hingekommen.
Und noch einer. So. Flitschen die da durch die Gegend. Ja, na gut, da gehen wir eh runter. Wo ist er denn? Da. Ich kann das auch oben machen, das ist ja Quatsch. Ich habe ja da meinen Zugang. Hier kann man doch alles reinschmeißen. Das müsste ja dann gehen. Da müsste ja dann ein weißer Sand rauskommen. Nochmal kontrollieren. Diesen Sandstone brauche ich nur und dann müsste eigentlich... ja, ich glaube, so war es. Okay. Ich schmeiß die mal rein hier. So, 4 Stück. Dann machen wir das mal zu Sandstone. Das nehmen wir als Unterlage. Und da drauf muss dann gar nichts. Gar nichts. Wir legen uns jetzt hin und dann probiere ich das einfach. Auf der anderen Seite. Ja, da muss natürlich erstmal was drunter. Sollte eigentlich klappen. Mal gucken. Verhält sich das? Das verhält sich gut. Jetzt brauchen wir natürlich Wasser. So, mal gucken, wenn ich das jetzt weghaue. Ja, genau. Obsidian. Ich dachte es mir. Ich dachte es mir. Das ist schade. Also müssen wir eine andere Stelle finden. Die kann man schon nicht mehr verwenden. So, haben wir da auch nichts mehr. Gehen. Wir versuchen es an der Stelle noch mal. Ich vermute mal, dass das Wasser ablaufen muss, aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Fehlt da ein Slab? Den nehmen wir noch mit. Wo mache ich das immer hin? Da soll es auch nicht hin. Ich glaube nicht, dass das so wird. Oder? Probieren wir es mal so. Da muss ich nochmal ein Eimerchen holen. Läuft natürlich dann an der Seite vorbei, die Brühe. Das sollte nicht sein. Und da auch nicht. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, okay.
Es ist erstmal so. Erstmal so okay, aber nicht genau das, was ich wollte. Ja, danke, ich weiß. Wo habe ich denn jetzt meinen... Ja, da habe ich den. Ach, interessant. Soulstone wird schon sogar draus. Ja gut, dann machen wir das mal das ein bisschen durch. Ist ja okay. Kein Fehler. Ich werde gleich nochmal einen Eimer mir craften, nochmal die Lava wegnehmen und dann den diesen Sandstein sichern. Hier kommt das drunter. Sollte ich da das... Und dann hoffe ich, dass das jetzt klappt. Ja, so ist es gedacht. Ich möchte meinen roten Sand haben hier. Und das kommt eben roter und weißer Sand, was sehr praktisch ist. Jetzt muss man natürlich das automatisieren. Boah, der war weg. Okay. Müsste aber auch kein großes Problem sein hier, jawohl. Hopper ist da und Flintmesh kriegen wir gleich und dann diesen mit Stone, okay. Neunmal, ja, einmal, also Stone brauchen wir. Oh. Ja, wieder was. Neunmal. Einmal compressed, nochmal compressed und das Mesh, das werden wir hier ausbauen. Ja, kommt da noch ein neues rein. Ich will das erstmal fertigstellen, das Ding. Das soll erstmal arbeiten. Und dann müsste ich das Ding fertig haben, jawohl. Damit ist es erledigt. Und wir könnten wieder eins abhaken. So geht das nicht richtig, ne? Oder? Geht das so? Also der arbeitet ohne Strom, wenn ich mich recht entsinne, aber ist natürlich dann nicht so flott. Also es geht schon. Aber ich sehe hier nicht, dass er was auswirft. So, dann gucken wir mal, was draus wird.
erste Stück hin. Kopper. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen die Tätigkeit sein. Erstmal Material zu sammeln. Fünfmal immerhin. Bin schon zufrieden. Was habe ich denn noch? 17 mal Sand. Warum sollte ich den aufsparen? Okay, gut. An dieser Stelle, ich glaube, hier fehlte noch eine Kleinigkeit. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, das andere aber auch nicht. Daraus kann man den Compressed Sponge on a Stick herstellen. Ja, den werden wir als erstes mal machen. Das müsste eigentlich so gehen. Moment, wo haben wir die Sticks? Die haben wir hier. Und wie war das jetzt so rum? Ja. 1, 2, die sind nicht stackable. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Die kommen jetzt da rein. Und dann haben wir das auch erledigt. SpongeBob. Gut. Damit ist das dann auch geschafft. Und diese Questline vollständig. Diese Sache, ja, da bin ich gerade dran. Also ich habe mir ja überlegt, dass hier alles mit dem Hopper Botany Pot zu machen. Und das geht am einfachsten. Ich habe hier schon Jungle, Wood, Dark Oak und jetzt kommt gerade Spruce. Dann haben wir Oak. Normal Oak ist auch schon da. Moment, ich guck mal gerade, was fehlt denn noch eigentlich? Hier. Birke. Und das haben wir gerade in Arbeit. Also die beiden fehlen da noch. Das kann so nebenher laufen, ist eigentlich kein Problem. So, mal gucken, ob wir hier noch. Ja, hier haben wir sogar noch Seagrass. Allerlei anderes Schönes. Da auch wieder. Gut, okay. Alles ganz, ganz nett. Dieses Teil kann man erstmal hier beiseite packen. Seagrass, das weg. Das kam nach unten. Das oben. Ja, das ist eigentlich viel zu viel. Die schmeiße ich gleich mal weg. Ich weiß nicht, ob ich später so viel brauche. Dann ärgere ich mich wahrscheinlich. Ach so, hier habe ich noch eine Kleinigkeit neu. Ich habe das hier ein bisschen runtergezogen. Also es war ja etwas höher. Da muss ich mal außen zugreifen. Da habe ich das hier integriert. Ist eigentlich ganz einfach. Man packt hier den Dust rein und unten kommt dann Clay raus. Das geht hier oben mit dem Flopper von oben rein, das Wasser, und kommt hier unten raus. Also gar nicht so wahnsinnig Aufregendes, aber ganz praktisch. Ich brauche jetzt nicht mehr für jedes Teil dann nach oben zu gehen. So, weiter im Text, und zwar hier. Und dann müssen wir natürlich auch an diesen Blast Furnace gehen. Okay, genau 10. Hoffen wir mal, dass jetzt Beetroot Seeds dabei sind. Sieht erstmal nicht so aus. Scheinen doch seltener zu sein, als man denkt. Tja, Melone. Allerlei, aber nichts, was mich jetzt so besonders umhaut.
Die Sachen kommen wieder hier rein und ich glaube, die kann man auch oben verwenden. Ich glaube, da werde ich aber mal ein bisschen Erde nachsetzen. So, gucken hier. Und zwar mache ich das, glaube ich, so. Ich muss ja an später denken. Mache ich das so, dass ich so klein bisschen auch auslasse immer. Machen wir mal hier. Hey, wo willst du denn hin? Hier so eine Lücke. Und dann werde ich die beiden Seeds hier dazu setzen. So. Okay. Ach so, eine Sache hier noch, bevor ich da unten mit dem Blast Furnace anfange. Und habe hier also diesen Smooth Stone compressed drunter und hier dann den Sandstone, das ist ja auch so eine Art Compressed Stone. Und dann wird das hier verteilt. Ist schon eine ganze Menge geworden. Kann ich übrigens auch mal ein bisschen abarbeiten. Daran gehe ich dann auch noch. Das Problem mit dem Blockbreaker, da musste ich allerdings nachgucken, ist, man muss hier oben auf Allies. Wenn ich hier keinen Fake Player eingebe, ey, keinen Fake Player eingebe, dann funktioniert der Blockbreaker nicht. Also war das der Schlüssel, ging nicht anders. Okay, so. Den noch da rein. So, ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, das haben wir bekommen. Müssen wir noch anbauen. Tinkers ist fertig. Tinkers 2 wäre das nächste. Da müssen wir unten mit Grout beginnen. Also wir brauchen auf jeden Fall Gravel, Sand und Clay. Clay sollte kein Problem sein. Haben wir genug. Sand und Clay auf jeden Fall. Ach so, ich werde doch noch mal. Jetzt zische ich hier wieder in der Gegend rum. Was wollte ich das noch mal hier nachführen hier? So. Und dann brauchen wir Sand und Clay. Alles ruhig? Ja, alles ruhig. So, nehmen wir mal Sand. Ja, ich glaube ein bisschen mehr soll es schon sein. Und Gravel. Ja, okay. Dann haben wir das. Und wir müssen. Ja, Grout, das war eine Kombination aus allem. Ist glaube ich egal, wie rum das geht. Machen wir es einfach so. Das ist natürlich. Nochmal ein Stack. So, ein Stack. Und das geht meines Wissens nicht hier drin. Nee, das mag er nicht. Das geht nämlich wirklich nur im Blast Furnace. Und deswegen haben wir den ja auch gemacht. Das lassen wir mal so stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nicht doch noch was brauchen. Brick, ja, da wären wir beim Melter angekommen. Ist hier Bricks. Einen brauchen wir erstmal nur. Den nehmen wir mal eben. So, nochmal einen. Das sind 8 Stück. Einmal drumrum. Haben wir auch gleich. Geht auch recht flott, finde ich. Es geht auf jeden Fall schneller als der andere. Ach ja, Moment. Kein Problem. Kriegen wir auch hier. So, okay. So, also wir brauchen 5 Mal und ja, ist kein Problem. Das machen wir wieder in dem. Einmal so und nein, andersrum. Quatsch. So. Und 4 drumrum. Das war das erste und dann war das so. Ja, war so. Okay, dann sind wir ja schon fast fertig damit. Wo setzen wir das Ding denn hin?
Irgendwie in die Ecke. Ja. Holz haben wir genug. Das macht ja auch nichts, oder? Ist das, wird das heiß? Nee, ne? Ich glaube, das ist okay, wenn wir das hier so einsetzen. Lässt sich ja alles wieder verändern. Also einmal den Heater in die Mitte. Dann den Seared Melter oben drauf. Und dann kommen da natürlich diese Basin drumherum. Ist das wie sonst auch oder ist das anders? Mal gucken. Also einmal so, ja. Casting Table. So, und den Basin. Ich bin immer wieder da, weil ich denke, ich muss noch mehr machen. Ja. Haben wir auch. Ich glaube, das kann man hier da dran machen, oder? So, jetzt brauchen wir noch diese beiden. Immer wieder, ne? Ja, das geht ja genau auf. Diese beiden. Oh, da sind schon zwei. Wollen wir nicht zu viel machen. Und da rein. Gut, prima. Das lassen wir noch durchlaufen. Hier haben wir wieder weitere. Gut, dann hätten wir das auch. Wo sind wir denn an welcher Stelle? Das haben wir erledigt. Das ist erledigt. Botany Pots, ja, habe ich ja eigentlich schon gemacht, aber jetzt verlangt er von mir, dass ich, ach, das ist ja, aber das ist auch kein Problem. Wir brauchen ja sowieso noch mehr. Ich kann das ja hier machen, richtig. Ich kann das hier machen. Das werden wir gleich mal probieren. Fünf braucht man. Fünf Stück. Mal gucken. Das macht er so nicht. Hat natürlich auch keine Kohle oder nichts. Vielleicht ist das das Problem. Setzen wir einfach mal die Kohle rein. Auch immer wieder mein Bierglas, obwohl es kein Bierglas ist. Also Kohle rein. Ja, nö. So. So sollte es sein. Ja, das macht er schon. Okay. Da muss er erstmal die Blöcke raushauen. So, jawohl. Sieht gut aus. Fünf Blöcke brauchen wir. Machen wir den gleich rein. So. Denn es sind ja genau fünf Blöcke, müsste ja auch auskommen. Ja, gut. Das zieht sich wohl in die Länge hier. Dauert ein bisschen. Moment, wir sind schon da. Das zieht sich überhaupt nichts in die Länge. Wir sind schon drüber. Fahren wir den mal weg. Und wollen wir nicht zu lange da verharren. Jetzt kommt Birke. Und dann noch eins. Und zwar Acacia oder Acacia. Wie heißt das? Acacia, ja, Akazie, zu Deutsch, Akazie. So, gut. Ist alles raus, fünf Stück, jawohl. Ein Ingot. So fängt's an. Das haben wir ja noch nicht. Tinkers 2 ist erledigt. Ich brauche aber noch 64 Bricks.
Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Bedeutet, dass ich. Jetzt habe ich die alle schon verbaut. Ist die, ja, jetzt habe ich die alle verbaut. Ja, also ich muss jetzt nochmal Grout machen. Ja, gut, das ist jetzt nicht so weiter tragisch. Ich kann die nachher auch für die Schmelze verwenden. Das ist nicht weiter schlimm. Aber. Also, nochmal. Dieses. Dann brauchen wir Gravel. Hatte ich ja auch eine Menge. Gravel. Also, damit komme ich nicht hin mit diesen paar Sandstückchen hier. Gravel. Und wir brauchen natürlich nochmal Dust. So wenig, ne? Hm. Ach, hier. So. 24, 32, 40, das sind 62. Ich brauche 64, ne? Ach, ärgerlich. 64. Also gut. Wollen wir nicht so sein. Einmal mehr. Ja, damit. So, okay. Ja, dann muss es reichen. Sand weg, Clay weg, das auch da rein und dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Das ist erledigt. Die Charcoal könnte man natürlich auch jetzt fertig machen. So, wie viel haben wir denn? 38 schon. Oh. Ich nehme mal diese Reststücke hier. Überzähligen. Gar nichts frei. Geht aber relativ flott. Ich glaube, ich mach mal das hier. Ja. Nein, drei Stück. 138. Das sieht ja schon gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Und dann haben wir das Ziel von 200 erreicht. Das ist nicht so weit mehr. Naja, gut, gucken wir mal.